liebe Gemeinde aus Kolleginnen und Kollegen, der war zu unserer außertourlichen oder außerordentlichen Sitzung am Forschung Dienstag. Zunächst einmal ganz, ganz herzlich begrüßen. Die Sitzung ist öffentlich. Ich darf ganz herzlich unseren Pressemenschen, unseren einzigen Zuhörer in den meisten Sitzungen ganz herzlich begrüßen, nämlich unseren Norbert Bree von der BNP. Wir haben erfahren, unter Grisbach hat uns vorgeschlagen, einmal Teilnahme an der sogenannten Cold Water Challenge 2018. Das muss man direkt auf der Zunge zergehen lassen. Die Grisbinger haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass wir die meiste Erfahrung mit Wasser haben. Da können wir uns gar nicht vergleichen. Auch nicht mit Hauzenberg, mit einem Freiensee oder wie gesagt, mit dem Ranersee. Wir haben in Ober- und nicht bloß etliche Bachte und so weiter wieder Ärger machen, sondern auch die Donau. Und wir haben ein eigenes Schiff, eine Fähre, mit der wir notfalls auch Kreuzfahrten auf der Donau machen können werden. Oder? Wenn uns lernt, nachmachen. Also wir brauchen da nicht kleckern, sondern können wir ruhig ein wenig trotzen, was wir im Ober- und See haben. Die Schwimmmessen haben wir uns vor sich selber schon aufgetan, weil offenbar steht uns das Wasser bis zum Hals oder drüber, dass da nichts fehlt. Also nochmal ein herzliches Grüß Gott zu unserer Sitzung. Ich stelle fest, wir haben zwar nicht ordnungsgemäß geladen, aber aufgrund der Dringlichkeit und Wichtigkeit gehen wir davon aus, haben wir beschlussfähig. Wir haben fast vollzählig vertreten, auch das haben wir die anderen voraus, bis auf drei Gemeinderäte, die sich halt krankheitsbedingt entschuldigt haben, die halt doch ein wenig fürchten. Vielleicht eine Blasenentzündung oder eine Prostataentzündung, dass man sich da ein wenig zurückhält. Aber ansonsten haben wir vollzählig vertreten und beschlussfähig. Zum Zeitpunkt ist auch ein wenig ungewöhnlich. 11.30 Uhr, kurz vor Mittag, wo die Leute schon sitzen gehen. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere mir das einmal aus, nachdem ich einige Gemeinderäte habe. Die haben halt wieder jammern, wenn die Sitzungen zu lang dauern. Norbert, du von der Presse kannst das bestätigen, die dann vielleicht schon mit dem Schlaf zum Kämpfer haben. Immer mit der Tagesordnung, die dann vielleicht einer noch überschlafen können, wenn die Sitzung so lange dauert. Deswegen haben wir gedacht, probieren wir es einmal um 11.30 Uhr vormittags. Nachher können wir dann zum Essen gehen. Ist auf alle Fälle ein Versuch wert. Hoffentlich wird es gemacht. Und das habe ich nämlich nicht gedacht, dass ich vielleicht den einen oder anderen Gemeinderat oder Gemeinderäte nur Mittagsschlaf bringe. Und das habe ich jetzt nicht gedacht. Aber ich kann euch versichern, euch dauert es nicht so lange wie sonst. Nämlich über 4 oder 5 Stunden. Und da wird gehen wir rechtzeitig dann zum Grisbeck der Forschung zu, können wir auch noch wegen Werbung machen zum Mittagessen auf alle Fälle. Ja, wir haben nur einen Tagesordnungspunkt, Teilnahme an der Cold Water Challenge 2018. Da lassen wir uns dann bitten und bellen. Wir haben da mit dabei. Innerhalb von einer Woche müssen wir den Antrag ordnungsgemäß behandeln. Wir brauchen heute einen Beschluss und wir haben heute vor, dass wir Sitzungsgeld oder das nächste Sitzungsgeld für einen wohltätigen Zweck zur Verfügung stellen. Der Feier wird ja nicht so spendenwertig, aber wir stellen es dann zur Verfügung. So spenden wir es nicht. Und ich hätte vorgeschlagen, dass wir da heute unseren Kindergarten und einen Förderverein von unserer Grundschule mehr oder weniger berücksichtigen. Die dann sind bestimmt frei. Gut, dann darf ich sagen, wir fassen den Beschluss. Wenn keine Wortmeldungen in Hand, das ist nicht der Fall. Dann darf ich vorschlagen, wir stellen wir das unseren Kindergarten und unserem Förderverein und Grundschule zur Verfügung. Das nächste Sitzungsgerät, wer damit einverstanden ist, bitte uns Handzeichen, ist einstimmig so beschlossen. Vielen Dank. Dann haben wir noch einen zweiten Beschluss zu fassen, nämlich drei weitere Vorschläge, die wir machen sollen. Und da hätten wir gedacht, nachdem unsere Feuerwehren mit dem Lassen oder mit dem feuchten Nass im Abstand die größte Erfahrung haben. Das gilt fürs Wasser, alles was da unten ist, auch das innere Nass oder die innere Feuchtigkeit. Da würde ich sagen, dass wir unsere drei kompetenten Feuerwehren in der Gemeinde vorschlagen. Freiwillige Feuerwehr Obernzell, Freiwillige Feuerwehr Erlau. Führungskräfte haben teilweise mit dabei, die freuen sich schon recht drauf. Und die Freiwillige Feuerwehr Niedersdorf. Die drei dann die vorschlagen. Dieses so akzeptiert, dann bitte ich ums Aufzeichnen. Das ist ebenfalls einstimmig so beschlossen. Das ist ein Ordnungen, weil die sind persönlich betroffen. Wir haben schon ganz genau noch unsere Geschäftsordnung. Wir haben persönlich betroffen, brauchen da die Mitstimme dafür, dürfen sogar noch oder den Schwamm organisieren, hätte ich mal gesagt. Auf alle Fälle vielen Dank. Dann haben wir den Tagesordnungspunkt der heutigen Sitzung schon abgehandelt.
wir schalten wir dann anschließend nach, das ist auch ein Novum. Probieren wir mal, funktioniert, je nachdem, wir sind ja auch die Firma Penninger Erkenntnis gesagt. Wir wissen, dass die Großen investieren in Altkirchen, außerhalb von unserem Landkreis. Aber nachdem wir hier über einen der Geschäftsführer in unserem Rhein haben, nämlich Christoph Bauer in unserem Gemeinderat, schalten wir heute extra Werbeblock für die Firma Penninger. Es gibt dann nachher noch einen Schnapsel zum Aufwärmen von unserem Geschäftsführer und wie gesagt von der Firma Penninger gratis. Also gibt es weiter. Firma Penninger hat heute unsere Sitzung gesponsert und auch da eine kleine Rundfahrt mit der Fähre. Prost! 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 Pr